Hallo, mein Name ist Carsten Polkert. Ich werde Ihnen heute unsere Ossobuco Bellotto zeigen. Dafür benötigen wir schöne, große, saftige Kalbshaxenscheiben, etwas Sellerie, Karotte, Zwiebel, Rosmarin, Salz-Pfeffermischung und etwas Basilikum. Zu Olivenöl kommt die Pfanne. Wie Sie vielleicht sehen, haben wir die Kalbsbeinscheiben noch nicht gewürzt. Und zwar aus dem Grund, sie werden erst angebraten und danach gewürzt, damit die Fleischscheiben kein Wasser lassen beim Braten, weil das Salz Wasser entzieht und das Braten sozusagen mehr zum Kochen tendiert. So, wenn das Fleisch schön scharf angebraten ist, wenden wir das Fleisch und braten die zweite Seite genauso kräftig an. In der Zwischenzeit schneiden wir das entsprechende Gemüse in Würfel und geben das dem Fleisch danach hinzu. Alternativ kann man auch Rinderbeinscheiben nehmen, aber da ist der Garprozess etwas länger und der Geschmack ist nicht ganz so fein, sondern etwas kräftiger, wie halt geschmortes Rindfleisch schmeckt. Die Gemüse geben wir alle gemeinsam zusammen in die Pfanne, da wir das im Backofen schmoren. Bekommen die Gemüse die Färbung im Ofen und weniger beim Braten. Nun würzen wir das Fleisch und geben das Gemüse hinzu. Geben den Rosmarin zu und den grob geschnittenen Basilikum. So, nachdem nun unser Fleisch gut angebraten ist, kommen wir nun zu dem Prozess des Ablöschens. Und dafür nehmen wir einen trockenen Weißwein, etwas Kalbsfond und etwas Tomatensoße. Die Tomatensoße ist bei uns eine spezielle Tomatensoße aus frischen Tomaten hergestellt, mit Knoblauch, etwas Chili, Pfefferminze, Zucker, Weißweinessig und etwas Kalbsbrühe. Und alternativ, wenn Sie keine Tomatensoße zu Hause vorrätig haben, dann können Sie auch Schältomaten verwenden, wie man sie im Handel bekommt. Diese einfach aus der Dose darüber geben, die zu kochen dann ganz mit und ergeben im Grunde genommen einen ähnlich guten Geschmack. Weißwein verwenden wir deswegen, der Weißwein in dem Falle eine zartere Note unserem Kalbshaxenscheiben verleiht, als würden wir einen kräftigen Rotwein verwenden. Dann geben wir unseren Tomatenfond dazu und zum Schluss füllen wir mit dem Kalbsjus auf, sodass die ganzen Kalbshaxenscheiben leicht bedeckt sind und geben das Gericht für ca. 2 Stunden bei 160 Grad Celsius in den Backofen. Auf gutes Gelingen! Wir servieren bei uns dazu Rosmarinkartoffeln, Gemüsestreifen, Tomate, Sellerie, Karotte und Zucchini. Jetzt richten wir unser Ossobuco an. Eine schöne, kräftige, saftige Kalbshaxenscheibe mit unserer schön reduzierten, kräftigen Soße. Darauf kommt gedünstetes Gemüse, ergänzt von Rosmarinkartoffeln. Und das Ganze wird mit etwas Pesto von Basilikum und getrockneten Tomaten verziert. Und ein Zweig Rosmarin macht das Ganze vollkommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und probieren dieses wunderschönen Gerichtes. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de